Auf der Orthopädie behandelt Dr. Olaf Thiel und Schwester Mira einen Patienten, der wegen Rückenschmerzen in die Klinik gekommen ist. Doch der Familienvater hat plötzlich ein ganz anderes Problem. Guten Tag. Guten Tag. Das müsste Herr Drinks sein. Ich bin Dr. Thiel aus der Orthopädie. Ja, Herr Drinks. Guten Tag. Was hat denn der Papa? Der Papa hat Rückenschmerzen gehabt und jetzt antwortet er nicht. Nein, ich merke das. Er gibt mir auch nicht die Hand. Oh, komm mal hier. Herr Drinks, also hier auf dem Übergabeprotokoll steht, dass Sie Rückenschmerzen haben. Hallo? Papa, hallo? Ich untersuche ihn mal. Dann ja, Papa. Ich bleibe ja? bei dir. Mach ich klopfe mal einmal auf der Wirbelsäule. Alles gut. Seid tut das irgendwo weh? Ja. Er reagiert gar nicht, ne? Wir haben was gespielt. Er reagiert nicht, ne? Und hier an der Seite, Nierenlager, das ist auch in Ordnung. Auf der Seite scheint es nicht in Ordnung zu sein. Okay. Die rechte Flanke. Aber er bewegt sich nicht. Die Muskeln sind ganz starr. Alles gut. Lassen sich aber bewegen. Aber er verharrt dann in der Position. Mhm. Alles gut, Mäuschen. Mhm. Mal gerade testen. Mia, wo ist deine Mama? So. Mama, Mama. Ist die arbeiten? Ja. Ja. Okay, okay, okay. Komm, dann bleibst du erstmal bei mir. Dann Herr Drinks, der Puls ist völlig arrhythmisch. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Dass es sich um ein ernsthaftes Krankheitsbild handelt, zeigte sich daran, dass sich sowohl Herzrhythmusstörung als auch eine komplette Muskelstarre bei ihm vorfand. Und der Patient spricht auch nicht. Er ist zwar ansprechbar, bekommt alles mit, aber kann nicht reagieren. Er ist in sich gefangen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, sehr selten und dringend intensivpflichtig weiter abzuklären. Olaf, was machen wir denn jetzt mit der Mia? Wenn er jetzt auf Intensiv kann, da kann das Kind ja nicht mit. Nein, die kann da nicht mit, aber in der Pädiatrie, auf der Kinderabteilung, da haben wir doch eine Spielecke. Genau, ich rufe mal eben schnell an, ne? Hm? Wir kümmern uns jetzt um deinen Papi und du gehst in die Spielecke spielen? Wir holen dich dann nachher wieder, okay? Ja. Gut. Oh Mia, hör mal, die Sarah kommt gleich. Eine ganz, ganz liebe Schwester von der Kinderstation. Die passt dann ein bisschen auf dich auf und wir passen jetzt auf den Papa auf, okay? Mhm. Ja. Und dann rufen wir natürlich auch sofort ganz schnell die Mama an, dass sie herkommt, ne? Ja. Mach dir keine Sorgen. Für die kleine Mia war die Situation natürlich sehr verwirrend und auch beängstigend. Ich denke, in so einer Situation ist es besonders wichtig, dass man sich auch um das Kind kümmert, dem Kind ein bisschen Halt und Zuspruch gibt. Vielleicht kannst du sie mitnehmen, ein bisschen ablenken ja, zum Spielen. Mach das. Ja, geht komm. Das? Die Sarah ist ganz, so. Ganz ich bin die Sarah. Soll ich mich nehmen? Ich nehme dich mit, brauchst keine Angst haben. Ja. Dann pack an, wir kümmern uns um den, ne? Ja. Ja. Okay. Bis gleich, Klein. Ja. Ich komm gleich nach dir gucken, versprochen, Mia, ja? Wird alles gut. Kaum ist die Sechsjährige versorgt, wird der Familienvater auf die Intensivstation verlegt. Dort übernimmt Dr. Frank Peters den Patienten. Eine halbe Stunde später trifft dort auch die ahnungslose Ehefrau des offenbar schwer kranken Mannes ein. Ich bin die Frau Drinks. Mein Mann soll hier eingeliefert worden sein wegen Rückenschmerzen. Ich verstehe nicht, warum ich auf die Intensiv muss. Sie sind hier richtig. Der Dr. Peters ist hier der Intensivmediziner. Drinks, hallo. Der kümmert sich um Sie. Ich muss zurück in die Notaufnahme. Okay. Wiedersehen. Ich verstehe die Welt nicht. Meine Tochter ist mit meinem Mann hierher gekommen, weil er über Rückenschmerzen klagt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt... Da liegt Ihr Mann. Oh Gott. Oh Gott, was denn los? Der ist gerade eingeschlafen. Oh wir haben ihm Sauerstoff gegeben, weil diese Spannung im Körper ist doch ein sehr erschöpfender Zustand. Ja, aber was hat er denn? Und deswegen ist er jetzt in den Schlaf gefallen. Also, wir halten das für einen kataleptischen Anfall. Was ist das? So ein kataleptischer Anfall ist eine Muskelstarre, die ganz plötzlich eintritt. So eine Art wechselnde Starre, die ganz viele verschiedene Ursachen haben kann. Und deswegen muss ich Sie erst mal fragen, hat er denn irgendwelche Beschwerden vorher angegeben? Nein. Hat er irgendwo Schmerzen gehabt in der letzten Zeit? Immer mal wieder Kopfschmerzen und müde war er und mal Rückenschmerzen. Aber erst, also ich bin vor 3 Monaten, habe ich angefangen, meinen Traumjob wieder zu beginnen. Und er hat sich bereit erklärt, für die Kinder zu sorgen. Der Kleine ist 3 Jahre und die Große 6, sie ist ja auch
irgendwie hier mitgekommen und ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, die wird gerade betreut auf der Kinderstation. Machen Sie sich keine Sorgen. Okay, ja, ja, und er ist viel draußen mit den Kindern, an der frischen Luft, in der Sonne. Er macht Sport draußen, er ist gesund, wir ernähren uns gesund. Uns geht's gut, wir sind so glücklich und unsere Kinder sind so toll und der hat nie irgendwas gesagt. Also, er macht den Haushalt, geht halbtags arbeiten, aber ich ist schon ein bisschen merkwürdig, wie er in den Zustand kommt. Da rätseln wir jetzt auch erstmal drüber. Aber wir haben ja schon Blut abgenommen und ich hoffe, dass wir bald die Ergebnisse bekommen, damit wir da auch ein bisschen mehr Aussage drüber haben. Oh ja, davon sprichst, hallo. Die sind gerade gekommen, die Ergebnisse. Ja, da springt einem gleich das hohe Kalzium ins Auge. Eine Hyperkalzämie kann in sehr seltenen Fällen tatsächlich Ursache eines kataleptischen Anfalls sein. Um aber die Ursache der Hyperkalzämie überhaupt zu finden, waren noch weitere Untersuchungen erforderlich. Es kann auch mal eben ganz banale Ursachen haben. Es kann auch mal ernstere Befunde sein, bis zu Krebs, die das auslösen kann. Und wir werden das aber auf jeden Fall eingehend untersuchen. Seien Sie jetzt erstmal nicht in Panik. Wir werden das gleich in Gang setzen und haben sicherlich das Ergebnis noch heute. Ja, dann darf ich dann zu meinem Mann. Sie dürfen zu Ihrem Mann, selbstverständlich. Ja. Okay. Gott, ist ja ansprechbar. Ich würde sagen, Sie lassen ihn jetzt noch schlafen. Weil das war doch sehr anstrengend und ich weiß nicht, ob er wach wird von selber, aber lassen Sie ihn mal schlafen. Nachdem der kataleptische Anfall und die Muskelkontraktion nachgelassen haben, ist der 36-Jährige erschöpft eingeschlafen. 2 Stunden später ist er wach und wartet mit seiner Frau auf die Laborergebnisse. Die zeigen nicht nur, ob der zweifache Vater wirklich an Krebs leidet, sondern werfen zudem weitere Fragen auf. Hallo Herr Drehens, sind ja wach. Wie geht's? Wie fühlen Sie sich denn? Müde, ne? Müde. Ja, aber sind zumindest schon mal wach. Schon mal was Gutes. Ich möchte von Ihnen einiges wissen. Was ist denn vorher gewesen, bevor Sie zu uns gekommen sind? Können Sie sich an irgendwas erinnern, was da gewesen ist? Ja, ich bin hier hingefahren, weil mein Rücken wehtat, ne? Es war halt irgendwie, also schon unerträglich. Sie klingen so ein bisschen müde. Waren Sie auch müde die ganze Zeit? Boah, total. Schon seit Tagen. Wochen vielleicht sogar. Und du kannst doch mit mir reden. Ja, aber du arbeitest ja den ganzen Tag. Es tut mir leid, vielleicht hätte ich dich mehr unterstützen sollen. Also richtig krankheitsbedingt haben wir da jetzt nichts finden können. Aber wir haben hier jetzt einige Ergebnisse, die uns etwas weiterführen. Zum Glück gibt es keine Hinweise auf eine Tumorerkrankung, auf eine bösartige Erkrankung. Da sind die Werte alle in Ordnung. Schilddrüsenwerte sind normal, das Parathormon ist normal. Aber was uns auffällt, ist ein erhöhter Vitamin A und D-Wert. Das müssen wir noch ein bisschen einordnen, wie wir das denn sehen können. Diese Müdigkeit und all das. Ja, haben Sie denn da möglicherweise irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel genommen? Ja, schon. Also, ich habe Lebertran genommen. Weißt du noch, als du zu Hause warst und als die Kinder noch so klein waren? Ja, in der Schwangerschaft habe ich das genommen, von meiner Mama. Habe ich das bekommen, so, weil genau. Aber es ist doch für die Schwangerschaft gewesen, damit ich vital bin, aber doch nicht so. Ich habe halt gedacht, ich darf nicht krank werden, weißt du? Mann, rede mit mir, bevor sowas passiert. Wie kannst du denn Lebertran nehmen? Ja. Schmeckt doch furchtbar. Ich erinnere mich an schrecklichen Geschmack. Ja, genau. Und deshalb habe ich mir auch so Pillen besorgt, also, wissen Sie? Lebertran wurde in früheren Zeiten so dazu benutzt, in der dunklen Jahreszeit, zumindest bei den Nordländern, fehlende Vitamin-D-Spiegel aufzufangen. In unseren Breitengraden auch zur Rachitis-Prophylaxe bei Kindern. Der Lebertran wird aus Fischleber gewonnen, aus dem Dorsch, aus dem Kabeljau. Und dieser Lebertran enthält eben sehr hohe Mengen an Vitamin D und Vitamin A. Und da haben Sie wahrscheinlich eine ganze Handvoll genommen, ne? Ja. Viel hilft viel. Ja, aber das Problem ist, das sind fettlösliche Vitamine. Fettlösliche Vitamine haben einen Nachteil, die reichern sich im Körper an.
die können kumulieren, wir sagen, können immer höher werden. Und dann können die natürlich auch diese Nebenwirkung entfalten. Also Vitamine sind nicht grundsätzlich ungefährlich. Bestimmte Vitamine können auch eine toxische, also eine giftige Wirkung haben. Zum Beispiel Vitamin A und D. Und wenn ich mir das jetzt so richtig betrachte, sind ihre Rückenschmerzen möglicherweise doch noch anders einzuordnen. Da müssen wir nochmal gucken, weil durch das hohe Kalzium im Blut können sich auch mal Kalziumkristalle in den Nieren ausscheiden. Kann zu kleinen Nierensteinen, kleinen fiesen Nierensteinen führen und die können enorm wehtun. Vielleicht ist das der Zusammenhang. Und dann müssen wir auch noch mal weiter untersuchen. Wir machen einen Ultraschall, kriegen wir das hin. Das kann man aber auch behandeln. Das muss behandelt werden. Aber dass Vitamine krank machen, das habe ich noch nie gehört. Ja, wird wieder ganz gesund. Also davon gehen wir mal aus. Ein paar Tage müssen sie bleiben. Wir müssen den Spiegel unbedingt absenken. Diese Müdigkeit, diese Schlappheit oder gerade diesen extremen Anfall, das ist alles darauf zurückzuführen. Ich wollte ja nicht versagen, weißt du? Schatz, jetzt versagst doch nicht. Aber du hast also deinen tollen Job. Ja, aber das ist nicht so wichtig wie wir. Du hast zwei Kinder, du hast den Haushalt. Ich komme nach Hause, setz mich an den gemachten Tisch, du kochst super gut. Ja, wir ernähren uns super gesund im Moment. Du machst das perfekt. Aber wenn du so müde bist, sag doch was. Ich helfe dir doch wieder. Wirklich. Haben Sie doch sonst ernährungstechnisch noch was geändert dabei? Ja, es macht ja auch Sinn, haben wir festgestellt, wenn wir uns gesünder ernähren. Also ich habe dann auch angefangen zu kochen, habe mir Kochkurse im Internet angeguckt und viel Wert auf Gemüse und Vitamine gelegt. Also weniger Fleisch und mehr gesundes Essen halt. Wir essen viele Kartoffeln, Möhren, Äpfel, viel Rohkost. Ja, genau. Ja, damit haben sie noch einen draufgesetzt. Also, ich will mal sagen, die Karotten haben sehr viel Vitamin A und D auch. Und auch die Kartoffeln sind wesentlich mitverantwortlich. Das heißt, gemeinsam mit den Pillen haben sie da noch sozusagen die Sachen noch weiter gesteigert. Da ist noch einiges zusammengekommen. Also ist da noch mal eine Überlegung, wie sie das in Zukunft anders machen. Wenn sie das schon mal weglassen, können sie ja Kartoffeln und Karotten schon weiter essen. Ja, das ist also, kein Problem. Also das nehme ich bestimmt nicht mit. Da können Sie sicher sein. Nach Absetzen der Lebertran-Kapseln hat sich der Kalziumwert des Mannes langsam normalisiert. Der Verdacht auf Nierensteine wurde bestätigt. Diese konnten mit Stoßwellen zertrümmert werden und haben den Körper auf natürlichem Wege verlassen. 3 Tage später durfte der Familienvater dann nach Hause gehen.